Ja, es ist zwar kälter als bei manchem Ski-Weltcup-Rennen, trotzdem wird heute die Schwingerkranzfest-Saison lanciert. Und das erste Kranzfest, das findet hier in Hünenberg am Zugersee statt. Und das Fest, das steht doch ein bisschen im Zeichen der Rückkehr von Pirmin Reichmuth. Pirmin Reichmuth war vor 2 Jahren mit 18 im Schlussgang vom Innerschweizerischen in Cham. Dann hat er sich 2-mal in Serie das Kreuzband gerissen. Und jetzt ist er wieder da. Vor 2 Wochen hat er im Muttental einen Rangschwinger gewonnen. Hat dort im Schlussgang der Berner Matthias Eschbacher geschlagen. Und heute eben sein erstes Kranzfest seit fast 2 Jahren. Bei mir ist die Entlebucher Schwinglegende Uli Banz. Uli, was traust du im Pirmin zu bis im ersten Kranzfest nach so langer Zeit? Ein ähnlicher Siegeszug wie beim Rangschwingen in Muttental? Ja, man darf sicher gespannt sein. Also zutrauen und sicher. Hat auch Muttital am Schlussgang mit dem Eschbacher sicher auch einen guten Schwinger können bezwingen. Und das hat ihm sicher auch eine Hüfe Selbstvertrauen gegeben für das heutige Fest. Und ich denke, man darf etwas erwarten. Es ist ein eidgenössisches Jahr und ich glaube, der Reichmuth hat daran gesetzt, dass er da heute ein optimales Fest abliefern kann. Wie es im Pirmin Reichmuth und der andere Böse im ersten Gang gelaufen ist, schauen wir uns jetzt an. Ja, der Schweizer Eidgenoss Bruno Nötzli ist der erste Gegner von Pirmin Reichmuth und Uli. Das ganz grosse Feuerwerk ist nicht gezündet worden in dieser Paarung. Nein, es war ein bisschen Abtasten von beiden Seiten. Sie konnten keine richtig energisch durchziehen. Es sind eigentlich nur eine Haufen Ansätze gekommen. Es ist eigentlich nie eine brenzlige Situation gekommen und so ist eigentlich der Gang gestellt. Ein logisches Resultat. Dann sehen wir den Bruder von Bruno Nötzli, der Reto. Er ist im letzten Jahr wegen einem Kreuzbandriss ausgefallen. Und auch für ihn also jetzt das erste Kranzfest seit ganz langer Zeit und er meldet sich da gut zurück. Ja, er hat einen super Konter eigentlich. Der Wasser wollte auf sein Knie los. Er kann einen super Konter und kommt so zum ersten Sieg. Bruno Nötzli also mit einem gelungenen Comeback. Und hier der Mann mit dem blauen Helm, Hemli, das ist der, der das Zuger Kantonale in den letzten 3 Jahren nach allen Regeln von der Kunst dominiert hat. Christian Schuler, er will heute den 4. Sieg in Serie am Zuger Kantonale. Für das muss er im ersten Gang der Melch Pritschki wegputzen und das macht er. Ja, souverän da. Er gewinnt da am ersten Zug, kann häufig Energie sparen und der Melke, sehr ein unbequemer Gegner. Sicher ein sehr wichtiger Auftakt da für Christian, der ist voll im Rennen. Philipp Leinbacher gegen einen unschönen Gegner, Hans-Peter Luggibühl, Berner Oberlander Gast, der Gatten Nacho-Schwinger, einer, der hinten rein steht, defensiv sehr stark und der Philipp muss den Gang stellen. Denn ein Spektakelgarant ist der Altmeister, der Martin Grab. 36-jährig da gegen Franz Föhn und weg ist er. Ja, ein super schöner Zug. Er zieht ihn zuerst kurz an. Der Franz dreht sich aus und er zieht weiter, geht fast in einen Schlunk rein und kann so zum Sieg kommen. Dann haben wir hier den letztjährigen Champion von der IGI, der Andi Ulrich, im Zweikampf mit dem Eidgenoss Peter Imfeld. Und da klare Sache. Jawohl, auch wunderschöner Zug, kurz. Andreas hat da ziemlich lang gebrungen, bis er eigentlich den Peter können bezwingen, aber zuletzt hat er können zocken zulegen und kommt da auch im ersten Gang sicher zum ersten sicheren Sieg und kann so eigentlich mithalten um einen Tagessieg. Im Feld hat da im ersten Moment ein bisschen die Hand wehgetan, aber er hätte nachher können weiter schwingen, allerdings ohne wirklich zu überzeugen. Überzeugend dafür auch der zweite Auftritt von Martin Grab, Pflichtsieg gegen Guido Gwerder. Ja, ist auch wieder gerade Anfang des Gangs. Er kann auch wieder häufig Energie sparen. Kommt mit einem Weiberhaken durch und geht da tiptop nach, probiert ihn am Boden gerade einzupacken und Ding festzumachen und kommt so zu seinem zweiten Sieg. Allerdings keine Szene, hä? Ja, aber gleich ist wichtig. Er hat wieder ein zweites Kreuzchen auf seinem Notenblatt und ist im Rennen. Dann, das erste Kreuzchen auf seinem Notenblatt strebt da der Pirmin Reichmuth an gegen Theo Blaser. Eigentlich ein Mann, der das super Talent müsste wegputzen, aber er tut sich auch da schwer. Ja, er hat sich nicht richtig einstellen auf den Blaser. Wobei, man muss sagen, Blaser hat sehr defensiv geschwungen, auch, aber er hat sich gut einstellen auf Reichmuth. Und er kommt da auch nicht über ein Remis raus. Das wäre eigentlich eine Pflichtaufgabe für ihn, dass er den sicher gewinnen konnte. Dass er auch noch im Rennen gewesen wäre um einen Tagessieg. Aber leider ist ihm das nicht gelungen. Aber wir erinnern noch mal daran. Es ist das erste Kranzfest seit fast 2 Jahren von Pirmin Reichmuth. Also, dann liegt so ein Start
durchaus drin. Gestellt hat im ersten Gang der Philipp Leimbacher gegen Hans-Peter Luginbühl. Er ist jetzt also unter Zugzwang und da putzt der Höfliger relativ locker weg. He? Ja, weil er kommt hier mit einem inneren Haken mit dem Boden und kann nachher gültig überdrehen am Platzrand und kommt so zu seinem ersten Sieg. Philipp Leimbacher, der ja ein unter einer Entzündung vom Schlimmbüttel leidet, aber das ist da also in diesem Gang nicht zum Tragen gekommen. Dann die finale Phase vom zweiten Gang von Christian Schuler gegen Ralf Schelbert. Schuler notiert da den zweiten Sieg. Jawohl, kommt da mit einem kurzen Boden und lässt auch nichts anbrennen. Übertreibt dann eigentlich gerade nachher zum Resultat und auch da wieder Energie gespart und weiterhin an vorderster Front. Der Andi Ulrich ist im zweiten Gang gegen Philipp Schuler, das ist der Bruder von Christian, ganz ein starker Defensivschwinger, aber der Ulrich hat ihn aus den Angeln. Ja, weil das war ein Knacknuss für Andreas da. Er musste lange arbeiten, bis er ihn irgendwann zu einer brenzligen Situation gebracht hat. Er hat aber einen sauberen Kurz hingelegt und kann ihn fertig machen am Boden. Und da sehen wir wieder einen Philipp am Werk. Das Mal ein Philipp, der gewinnt. Philipp Leimbacher, der zweite Sieg in seinem dritten Kampf. Im dritten Gang sehen wir hier den Mike Müllenstein. Der erste hat er gestellt, der zweite hat er gewonnen und er gewinnt. Oder der dritte? Ja, das ist sicher eine Pflichtaufgabe für den Mike. Da kommt er nicht ganz zugeteilt über und kann den souverän mit einem schönen Kurz bezwingen. Damit auch der Mike Müllenstein wieder gut im Rennen um einen Tagessieg. Dann Andi Ulrich, der fantastisch gestartet ist mit zwei Siegen. Gegen Jonas Längacher, Berner Oberländergast. Auch er zwei Siege, zwei Kämpfe. Unter anderem der Adrian Steinauer gewonnen, der letztjährige Schlussgangteilnehmer vom Schwarzsee. Und er zeigt da gegen Andi Ulrich, dass er heute wirklich gut drauf ist. Gestellt, damit der Ulrich ein bisschen zurückgebunden. Hier ein Eidgenossen-Duell zwischen Martin Grab und dem Comebacker Reto Nützli. Eine offene Affische, kann man sagen. He? Ja, es war ein Schlagabtauschen. Es haben eigentlich beide den Angriff gesucht. Grab Martin macht einen sehr guten Eindruck. Aktive Schwingweise. Auch der Reto. Beide hatten ihre Chancen. Und es war ein interessanter Gang gewesen. Man sieht, dass eigentlich beide Schwinger parat sind. Aber im Endeffekt endet der Gang mit einem Gestellten. Und das ist die grosse Chance von Christian Schuler. Er könnte sich jetzt ein bisschen absetzen mit seinem dritten Sieg. Und das klingt ihm gegen Eidgenoss Bruno Nützli. Ja, er hat sich da super eingestellt auf Nützli. Er ist immer tief geflogen, hat ihm können ins Kreuz legen und kommt so zu seinem nächsten Zähne. Und hier sehen wir den dritten Gang von Pirmin Reichmuth nach seinen zwei Gestellten. Jetzt hier eine sehr lösbare Aufgabe gegen Alexander Hirsiger. Und da lässt er nichts anbrennen, bevor es in die Mittagspause geht mit Herrn Döpfelstock und Braten. Ja, macht das gut. Die Pflichtaufgabe natürlich da für den Pirmin. Es ist wichtig, dass er jetzt den Gang gewinnen kann, dass er im Rennen bleibt um Kranzrängen. Und eigentlich so jetzt kann den Angriff nehmen auf ein gutes Resultat.